Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Vivian und heute gibt es ein iPad-Unboxing, denn mir ist nämlich heute das Paket angekommen. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, aber ich habe mir das iPad der 8. Generation von 2020 gekauft. Ich habe jetzt 1,5 Monate ungefähr darauf gewartet, bis es endlich ankommt und hier ist mein Paket. Wir werden das einfach zusammen unboxen und dann fange ich auch schon an, das einzurichten. Also ich habe auch die Folie und so. Es ist schon alles angekommen, ich kann euch die Sachen gleich zeigen. Bis auf eben das iPad, das war das letzte, was jetzt angekommen ist. Und wir werden das jetzt, wie gesagt, zusammen unboxen und einrichten und so weiter. Und im nächsten Video werde ich dann wahrscheinlich ein What's on my iPad Video machen. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Okay, also die Hülle und der Apple Pencil ist schon da. Und zwar habe ich hier einfach eine schwarze Hülle, die habe ich auch auf Amazon bestellt. Ja, die sieht so aus und die kann man halt dann eben so knicken, dass es eben so steht. Oder halt so liegt, wenn es Sinn macht. Und es gibt einen Stiftehalter. Ja, ich habe die Hülle in schwarz bestellt, weil ich dachte, das wird mir am längsten gefallen und ist einfach neutral. Als nächstes habe ich den Apple Pencil natürlich. Den habe ich auch schon ausgepackt. Also der ist jetzt noch hier drin, das können wir ja mal ganz kurz aufmachen. Aber ja, den erkennt man ja eigentlich. Also es ist jetzt nichts, was man noch nicht gesehen hat. Und dann würde ich sagen, packen wir endlich das iPad aus. Ich probiere das so satisfying wie möglich zu machen. Perfekt. Okay, hier steht es auch nochmal drauf. Das ist das iPad der 8. Generation mit Wi-Fi und 32 GB. Ich finde das so schön. Es wird jetzt richtig satisfying. Mal, wenn ich das aufkriege. Okay, komm. Okay. Das ist überhaupt nicht satisfying. Es ist so hübsch. Oh mein Gott. Satisfying. Es ist so hübsch. Okay, gucken wir mal, was hier noch drin ist. Das braucht keiner. Perfekt. Leute, ich freue mich gerade richtig krass. Das ist so schön. Ich werde das jetzt direkt mal in die Hülle tun, dann ist es richtig. Ich bin so froh, dass da endlich was drin ist. Ah, dann kann ich ja auch den Pencil jetzt hier reinmachen, ne? Ich habe jetzt den Apple Pencil, wie man sieht, auch reingemacht. Und ich habe noch, warte, wo habe ich die jetzt hingetan? Ah, ich habe hier noch eine Folie, also das ist so eine Matte. Oder wie heißt das? So eine, auf der man gut schreiben kann. Und ich glaube, ich mache die jetzt auch als erstes noch mit drauf. So sieht es jetzt aus. Es ist so hübsch. Wie man sieht, ist das eine Paper-like-Folie. Also es ist matt, damit man halt besser drauf schreiben kann. Das meinte ich eben. Und ja, ich werde das jetzt nochmal zurück in die Hülle tun. Pretty. Okay, also ich räume jetzt erstmal den ganzen Müll von der Folie weg und dann machen wir es zusammen an. Yay! Was soll ich jetzt sagen? Oh, hello. Steht hello. Ich werde das jetzt einrichten. Ich glaube, ich muss auch meine Apple-ID und so angeben. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ich werde jetzt aber auch noch nichts Dekoratives oder mit Apps oder sowas machen, halt einfach so die Sprache und das ganze Zeug einrichten.
genau. Okay, so sieht das jetzt aus. Also es hat ja diese Standard-Apple-Apps und in diesen Standard-App, oh, was ist das? Diese Standard-Apple-Apps und dann diesen Stani-Hintergrund und so. Und ich werde jetzt anfangen, Apps zu installieren. Ich werde jetzt nicht jede App im Einzelnen nochmal nennen, weil das alles in einem nächsten Video kommt, wo ich ein What's on my iPad quasi mache. Und deswegen kann ich ja jetzt nicht schon alles sagen, was ich da drauf habe. Aber ja, ich werde jetzt einfach so ein bisschen einrichten, die Standard-Apps runterladen, einfach alles, was ich brauche. Und dann mache ich Ordner und ein Hintergrundbild und so das ganze Zeug. Ich habe mein Homescreen und so jetzt fertig und die ganzen Apps, aber das werde ich wie gesagt noch nicht zeigen. Ich habe jetzt hier GoodNotes, also das ist die App, wo ich alle meine Notizen drauf machen möchte und halt meine Schulsachen und sowas. Und ich werde jetzt quasi Ordner machen für jedes Fach. Beziehungsweise ich habe mir überlegt, dass ich nicht für jedes Fach einen Ordner mache, sondern ein Notizbuch, weil dann kann ich auch die Vorderseite so richtig hübsch gestalten und ich habe nicht nur einen Ordner dann. Es ist jetzt schon etwas später und ich bin gerade dabei, meine ganzen Arbeitsblätter einzuscannen. Ich habe halt bis jetzt, die letzten Wochen in der Schule, alle Arbeitsblätter und alles immer in diesem einen Ordner hier gehabt. Und jetzt habe ich die einfach alle mal hier rausgeholt und ich scanne die jetzt einfach nacheinander ein und ordne die quasi in meine Notizbücher. Also für die verschiedenen Fächer ordne ich das halt alles ein und scanne das ein, damit ich im Prinzip nur noch mein iPad mitnehmen muss. Genau, das mache ich gerade die ganze Zeit. Und jetzt gleich muss ich noch meine Blätter aus dem College-Block einscannen und die aussortieren. Und dann bin ich erstmal fertig für heute mit dem iPad. Ich bin jetzt fertig und ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich habe mir hier diese Notizbücher gemacht mit dem Wellenmuster und dann quasi eins für jedes Fach. Und dann habe ich noch einen Ordner mit Schule, da kommen einfach organisatorische Sachen rein. Mein Stundenplan, meine Fächerwahl und all das Zeug. Genau, und dann halt in jedem, wie heißt das, in jedem Notizbuch habe ich dann halt meine ganzen Blätter eingescannt. Ja, das war's eigentlich. Ich werde jetzt in meinem Schulordner erstens meine ganzen Fotos, also ich habe meinen Stundenplan und sowas auf Fotos, die werde ich hier einmal reintun. Und dann werde ich mir ein Hausaufgabenheft quasi anordnen. Und dann schreibe ich alle meine Aufgaben rein. Wir haben momentan extrem viele Hausaufgaben auf. Und ja, deswegen mache ich das und dann trage ich auch direkt Klausurtermine ein und so. Genau. Ich habe gerade diese Hausaufgabenseite erstellt und ich habe da auch schon was reingeschrieben. Im Prinzip schreibe ich hier auf, wann das fertig sein muss und hier halt die Aufgabe. Und dann kann ich das einfach abhaken. Genau, und ich habe so eine ganze Seite gemacht. Dann habe ich das immer. Und jetzt erstelle ich noch eine Seite für Klausuren und Tests. Es ist jetzt der nächste Tag und ich wollte euch nur ganz kurz zeigen, was ich noch so gemacht habe. Ich habe euch ja noch nicht alles gezeigt. Ich werde das nicht allzu detailliert machen, weil das, wie gesagt, in meinem nächsten Video kommt. Direkt am Anfang, wenn ich GoodNotes öffne, habe ich Organization, School, School Organization und Stuff als Ordner. Bei Organisation habe ich meinen Workout-Plan und einen Weekly-Planner. Dann bei Schule habe ich meine Fächer, das habe ich ja eben alles schon gezeigt. Dann bei School Organization, das habe ich ja auch eben schon gezeigt, einfach meinen Stundenplan und so weiter.
Und dann bei Stuff habe ich einfach so random Kritzeleien oder wenn ich bei meinem Thumbnail so eine Linie mache oder irgendwas da reinschreibe. So Sachen halt. An der Stelle würde ich dann das Video auch beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch immer. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder.